Hallo und herzlich willkommen bei DayZ Epoch mit den alten Herren. Hallihallo. Standalone, verdammt. Ach stimmt, ich hab's auch nicht kapiert. Standalone. Ja. Aber ich kann euch nicht vormachen, dass Epoch momentan so gut aussieht. Nee, das ist nicht machbar, nee. Oh, da rennt einer. Brennst du gerade? Renne gerade durch die Büsche, halt kannst du nur gar halt nicht sehen. Okay, renn mal wieder. Halt mal an. Okay, renn mal rückwärts. Ja, das bist du. Wo bist du denn? Hier bei den Äpfelbäumen. Ich versuche mich mal nicht ranzuschleichen. Gucken, ob du mich siehst. Ah, jetzt rennst du gerade direkt. Nee, doch nicht. Gibt's einen Ninja-Angriff auf den Skarner an. Da ist er. Ah, okay. Guten Tag. Hallo. So. Ja, du. Ja, wir... frisch gespawnt. Ja, erzählt, ich bin mal wieder frisch gespawnt an der Küste. Search for apples. Stimmt, ich habe ja gerade einen gefunden. Den werde ich mal gleich mal reinpfeifen. Und? Wer zum Äpfel suchen braucht. Einen. Ja, ein ganzer Baum voller Äpfel, aber er findet keinen, ne? Ja. Das ist die Spielphysik. Gut, dann lass uns erstmal hier zum Bau. Und danach würde ich gerne in die Polizeirevier Schill die Uzi finden. Polizeirevier, jawohl, da müssen wir ein Stückchen zurücklaufen dann. Aber ich brauche erstmal einen Rucksack. Ja. Ich habe ja gar nichts mehr. Soll ich dir irgendeine Waffe geben? Ich finde da gleich eine, pass auf. Ja, okay. Moment, bin ich nicht am Ende der letzten Folge an der Leiter gestorben? War da nicht irgendwas? Länger her mit der Leiter. Da, ich habe da die Leiter berührt und dann bin ich einfach umgefallen. Weißt du das nicht mehr? Stimmt, doch, deswegen bist du, glaube ich, tot. Und dann haben wir aufgehört? Nee. Wir haben nicht einfach so aufgehört, weil ich mich ja da unten irgendwo ausgelockt habe mit dir eigentlich, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Oh Gott. Das alte Gedächtnis, ne? Ja, ja. Ja. Auf Lauffrost. Die hier hochjoggt. So, ich fange dann gleich wieder ganz oben an. Ja, ich mache mal die unteren Stockwerke. Wollen wir uns eigentlich mal einem Thema widmen, wieder mal nach langer, langer Zeit? Joa, ich habe jetzt aber nichts vorbereitet. Ich habe auch keine Idee gerade. Was ist das denn? Was ist denn das? Oh, hier ist die Todesleiter. Ich gehe nochmal dran. Halt ich hin. Ich lebe noch. Ah. Ja, oh, was ist das? Was zu essen? Oh mein Gott, was liegt denn da? Eine Mütze. Wie geil. Mitnehmen. Zieh ich gleich auf. Hier unten im Erdgeschoss ist eine Dose Essen. Wunderbar. Ich war gerade abgelenkt. Draußen waren ganz komische Geräusche vor der Tür, vor dem Fenster und die Katzen. Nee, es sei denn, die Katzen machen Geräusche wie eine mutierte Riesenmücke. Wer weiß, was du also, für Katzen hast. Talentierte. Hey, hey, hey. Nein! Zombie da. Was? Du bist nicht tot, oder? Geh einmal ums Haus rum, ich liege da. Bist du runtergefallen? Bin vom zweiten Stock runtergefallen. Nein! Also du gehst auf keine Baustelle mehr, damit das klar ist. Das ist mir nicht das erste Mal, dass mir das passiert jetzt. Aber es nimmt langsam Überhand. Ah. Spawn ich bestimmt in Tscherno oder so. Ach, glaube ich nicht. So oft wie du immer spawnst. Oh, Mann. Fällt er aus dem zweiten Stock raus. Es ist unglaublich. Warum macht er sowas? Weil es Spaß macht. Okay. Oh, ich bin wieder irgendwo auf einem Hügel im Wald gespawnt. Ja, schön. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wo das hier ist. Hier ist ein Dörfchen, ich gehe mal gucken, ob ich ein Straßenschild finde. Ja, das mit den Straßenschildern kennen wir ja schon. Okay, hier ist die Hauptstraße. Folge ich dir da einfach mal. Aber es kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich war hier schon mal irgendwann irgendwo. Das ist schön.
Liebe Community, wir sind auf Themensuche. Schlag mal wieder was vor. Oh ja, bitte. Wenn schön wäre nichts mit Übernatürlichkeit, das hatten wir schon so ein paar Mal. Hier gibt's keine Straßenschilder. Moment, ist das das Dorf auf dem Weg zum Airfield? Krasnostav? Das wäre natürlich cool. Eine rotten Banana. Da ist ein Schild. Auch ein Lied drüber machen. Ich höre schon den Zombie. Oh. Wir arbeiten immer noch an der Wegfindung der Zombies. Das ist gut. Das heißt, demnächst dürfte wahrscheinlich dann so auch das Problem... Dubrovka. Dubrovka. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Dubrovka ist in der Nähe von Berenzino. Dann komme ich mal zu dir gerannt. Eventuell. Eventuell, okay. Also die Straße geht in zwei Richtungen. Ich renne jetzt einfach mal in eine davon. Entweder komme ich jetzt nach Berenzino oder nach... Ja, Krasnostav. Ah, die Ecke kenne ich doch. Hier haben doch auf Epoch die einen ihre Basis gehabt, die wir zugebaut haben. Ihr zugebaut habt? Die wir zugebaut haben. Weil, ja, ich war da nicht dabei. Ja, hab ich mit Donny gemacht. Die haben doch unsere Sachen gestohlen. Und haben einfach denen ihre Basis zugebaut. Natürlich haben wir dann einen fairen Deal gemacht. Wir haben denen die Codes für die Türen gegeben. Aber nur, nachdem sie uns unsere Schlüssel wiedergegeben haben. So nett sind wir halt. Ja, prima, prima. Ah! Okay, da ist ein Schild mit Wegangaben. Ey, hört auf, durch die Wände zu laufen. So, links geht's nach Gwozno und geradeaus nach Berenzino, jawohl. So, ich komme nach Berenzino. Jawohl, mach das. War jetzt irgendwas zu essen? War schon weg. Hey, da liegt's. Ich habe eine Kartoffel, die wollte ich ja noch essen. Hoffentlich ist die verrottet. Nein, die ist noch ganz. Wunderbar. Ist jetzt mit Schale. Ist auch gesund, die Schale. Da sind die meisten Vitamine drin. So, gegessen. Ist das ein blödes Straßenschild hier? Wo geht's denn jetzt nach Berenzino? Oh, was habe ich denn hier? Ein Zielfernrohr, ein... Und nimm mit, egal, Long Range Scope. Ich habe keinen Platz mehr. Oh, dann ess zwei Dosen. Oder trink zwei Dosen. Nee. Wie nee? Bist schon voll? Ja. Das Gute ist so weit, wie ich möchte. Ach, das ist eh badly damaged. Lauf mal hier hoch. Vielleicht gibt es eine Uzi hier in dem Haus. Ach, kein Bock mehr. Ich gehe wieder. Oh, das ist ein schönes Haus. Hier gucke ich auch mal rein. Oh, was ist das? Ein Mosin-Kompensator auf dem Kühlschrank. Jetzt brauche ich noch die passende Mosin dafür. Oh, eine Mütze. Damit die Ohren nicht kalt werden. Grüne Beanie. Und weiter geht's nach Berenzino. Ich sag mal Berenzino, das heißt der Berenzino nur. Aber alle sagen das mit N. Ja, komisch, ne? Oh, eine Gasmaske! Oh ja, jetzt musst du noch ganz viel essen, bis du kotzt. Kann sie nicht tragen. Dreh mal auf den Kopf und nicht im Rucksack. Ich konnte sie nicht aufziehen. Ich wollte auch nichts anderes wegmachen. Komisch. Wenn ich eine Sonnenbrille aufhab. Ich weigere mich, die Sonnenbrille aufzugeben. Ja, klar, Sonnenbrille und Gasmaske geht ja nicht mehr. Mongo mit Bongo ist losing connection. Grüße an den Mongo mit Bongo.
Oh, was liegt denn hier vor allem? Jawohl, eine rote Hose. Rotor gefunden? Nein, eine rote Hose. Ein Rotor? Wenn ich jetzt einen Rotor finden würde, ey. Jawohl, eine Dose Bohnen. Brauche ich nur noch etwas, um die Dose zu öffnen. Mich deucht, dieser Supermarkt ist fast leer. So wie alle anderen Supermärkte? Weiß nicht, war bis jetzt nur in dem einen hier. Nein, es liegt eine Rohrzange, die will ich aber nicht. Eine Dose Cola, die nehme ich mit. Ach, die Hose sieht voll scheiße aus, wieso habe ich die angezogen? So was kann man doch nicht anziehen. Eine Jogginghose angezogen, eine rote? Nein, eine Canvas-Hose, die ist rot-weiß kariert und hat blaue Knie und blauen Hintern. Sieht richtig schlecht aus. Steht auch dran, ein bisschen unmodisch ist er. Ja, schön. Bisschen ist schön, wenn es dran steht. Warnung. Warnung, diese Hose ist unmodisch. Tragen auf eigene Gefahr. I want to eat something. Weiß in Stahl. Ich hab was zu essen dabei, ich krieg's... Oh doch, ich hab eine Tuna-Dose. Jawohl. Reinhauen. Also, nicht reinhauen, essen. Ich stell's mir gerade bildlich vor. Ja. Wenn man wirklich das wörtlich umsetzt, was man so sagt, das wäre schon fatal. Oh, das wäre sehr fatal. Komm mal rein, kratz die Kurve. Schön, verpiss dich. Schau dir mal dies hier von unten an. Das ist aber noch harmlos. Ach, schau die Radieschen von unten an. Liebe Zuschauer, her mit euren Themen. Die können so ein schlecht telepathisch zugeben. Stimmt, verdammt. Aber zumindest für die übernächste Folge dann. Eventuell. Mal schauen. Wir nehmen immer ein paar Folgen auf einmal auf. Bier, nee. Bier oder ach, ich weiß nicht, was das ist. Beim Bier. Rasputin Quass? Oh, ich höre einen Zombie. Den noch nicht. Ach, im Boden das ist er. Das im Boden. Nicht hier. Das sieht so scheiße aus. Bleib stehen. Der haut ab. Bleib stehen. Das sieht noch beschissener aus jetzt. Ach, oh, komm. Du meine Güte. Ach, bitte. Hoffentlich sieht mich so keiner. Leute, schaut euch das mal an. Das sieht da katastrophal aus. Wie bescheuert ist das denn bitte? Also nicht du, deine Hose, die sehe ich nur gerade. Ah, wie ich aussehe, ey, so kann man nicht rumlaufen. Ich habe, glaube ich, gerade einen Dosenöffner für dich gefunden. Oh, wunderbar, den nehme ich. Ich fürchte gerade wieder, ich bin auf der falschen Straße, weil Berenzino immer noch nicht da ist. Oh, ich habe ein Küchenmesser. Ich habe ein Küchenmesser. Mitnehmen, mitnehmen, zum Tiere auseinandernehmen. Ja, ja, ich hab. Ah, nee, jetzt hab ich deine Leiche abgenommen, als du gestorben bist, glaube ich. Stimmt, meine letzte Leiche an der Leiter. So war das, siehst du? Also war das doch die Leiter tot, das letzte Mal. Ah. Hier, ich sehe hier irgendein Städtchen. SKS-Munition, aber da habe ich jetzt echt nichts mehr für übrig. Ja, sorry. Ess doch was. Leppen. Nochmal. Ich laufe jetzt runter zur Polizeistation. Ja, ich bin auch hier, aber ich weiß nicht genau, wo ich in Berenzino bin. Ich kenne mich ja nicht so gut aus in den Städten. Du bist schon so oft durch diese Städte gelaufen. Ich weiß. Wow, was war das gerade? Hä? Mein Maus ist plötzlich gesprungen. Aber ich sehe den Bau schon wieder von hier. Gut, wollen wir zum Bau und treffen uns da? Ne, ich finde die Polizeistation schon, keine Sorge. Gut. Jetzt nimm nur die Axt hoch. Wenn du jemanden rumlaufen siehst, der richtig bescheuert aussieht in seinen Klamotten, das bin ich. Erschieße ich, okay. Erschieße ich sofort. Ich suche immer noch diesen Ashwood-Stick hier, damit ich mir wieder einen Bogen bauen kann oder eine Angel. Aber die finde ich nicht mehr. Oh, wo kommt der jetzt bitte? Ja, so würde ich auch schreien. Ach komm, wie?
Nervenbratze. Wo war